Also, der Wien-Vlog startet jetzt heute Abend schon. Der Vorabend. Oh, Harrison hört mich. Was ist los, Harrison? Also, der Wien-Vlog startet hier. 8 Stunden, bis wir losfahren. Um 6 Uhr früh wollen wir los. Geht von Mittwoch bis Sonntag nach Wien. Viel Sightseeing ist auf dem Plan, viel, wie es ist, Fressen ist auf dem Plan. Und halt eben auch unsere Veranstaltung mit Forever. Und wollen auch nicht nur nach Wien, sondern nach Hagenbrunn ins Office und. Aber wie dem auch sei, vieles ist schon gepackt, Elektrokram ist schon gepackt, Klamotten sind glaube ich auch schon fit, Kosmetik, was ich da hinten so sehe, Supplements und also hier ganze GoPro, Drohne, dies, das, Akkukabel fehlen noch ein paar, hier Supplements, Energy Drinks. Ja, es wird richtig gut. Kollege. So, ich versuche jetzt mal mein Glück. Willkommen zu unserem am Freitag. Mama, ich mache hier gerade ein Video. Also von vorne, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Wien. Das wird unser Wien-Vlog. Vielleicht gibt es auch mehrere Vlogs. Ich denke schon, weil der Grund, warum wir da hinfahren, ist, weil wir zum Success Day nach Wien fahren. Also ein beruflicher Gedanke. Am Samstag ist Success Day. Da nehmen wir euch natürlich auch mit, weil das sind die coolsten Veranstaltungen von unserer Company. Und ja, jetzt sind wir wie gesagt auf dem Weg. Wir haben noch 588 Kilometer exakt vor uns und laut Navi sind wir um 3:30 da. Wir sind unterwegs mit meiner Mama und mit dem Harrison. Meine Mama kommt extra als Babysitter für den Harrison mit, weil wir den natürlich nicht mit auf den Success Day nehmen können. Und wir uns aber auch nicht getraut haben, ihn alleine in einer fremden Wohnung zu lassen und deswegen ist meine Mama dabei. Ich habe nämlich eine schöne Wohnung, also auf den Bildern sieht sie immer schön aus, gemietet im 10., wie nennen die das? Im 10. Bezirk. Bezirk, ja, von Wien, in der Nähe vom Schloss Bellevue, Belvedere, Schloss Belvedere. Und genau, jetzt sind wir on Tour und wir sind 4 Tage in Wien, also von Mittwoch bis Sonntag. Und wir waren auch schon mal vor, glaube ich, 7 Jahren in Wien und es hat uns sehr gut gefallen. Also es ist auf jeden Fall immer mal wieder eine Reise wert, Wien. Und ja, wenn man es natürlich mit dem Beruflichen verbinden kann, ist natürlich optimal. Ein paar Tage früher und zeigen meiner Mama mal noch ein bisschen Wien. Wie gesagt, wir waren vor 7 Jahren da. Wir haben schon einiges, also eigentlich alles gesehen, was man sehen sollte. Aber das kann man sich ja gerne noch machen. So, eine ganz schnelle Roomtour hier in aller Kürze und Würze. Das ist eine Abstellkamera. Ah, vor der ganzen Hoffe. So, on the left hand side haben wir hier das Bad, WC. Bad, Bad, Bad. Genau, so sieht das aus. Für Donnerwetter. Hier der Wohn-Küchenbereich mäßig. Zack, zack, zack. Hier, relax, steht da schon an der Wand. Schminke tue ich mich halt nicht. Aber jetzt kommt hier das Major Highlight. Ich mit meiner Höhenangst. Shazam. Vor allem natürlich hier die Terrasse, Balkon, Schrägstrich, irgendwas. Suicide Bomber. Oh, ich kann ja immer bitte. Also auf jeden Fall richtig toll dicht hier oben. Let's go, der Hase. Ich kann da nicht runter gucken. Genau, kurz auspacken. Ihr könnt ruhig schwitzen, das ist egal, das ist ein dynamischer Vlog. Klimaanlage anmachen, weil es hier schon die ganze Zeit so reinballert mit der Sonne. Wir müssen noch einmal in den Keller, ins Parkhaus. Noch ein paar Sachen aus dem Auto holen. Hier kann man auch noch mal durchs Schlafzimmer auf den Balkon. Terrasse. Und ja. So, was ist der Plan für heute noch? Auspacken erstmal. Ja, nice. 18. Stock. Selten gesehen. Ja, so, was ist der Plan? Wir gehen in das Gym. Genau, das Gym. Aus der jüngsten Bodybuilding-Szene-Geschichte mäßig. Das Top Gym hat ja leider zugemacht hier in Wien. Aber das Gym
Ja, so heißt das. Hat er aufgemacht. Und das gucken wir uns mal kurz an. Nicht zum Trainieren, sondern vielmehr, um Fanboy zu sein. Genau. Und dann gehen wir essen. Ja. So, jetzt sind wir hier vor diesem Das Dim. Robol, das ist irgendwie so ein Restaurant hier. Dorman steht hier schon. Und ja, jetzt gehen wir mal rein, ne? Was denn? Ich glaube, der Liebe die Kontaktinformationen geschickt, ne? Ja. Die lacht sich über die Straße kaputt. Warum? Ja, wegen Arsenal. Okay. So, gehen wir mal rein in the gym. Achso, jo. Das sind wir auch schon. Kleine Steiermark. Oh, schon was los hier. So, Bestellung, was hast du dir bestellt? Jetzt mache ich hier mal eine Spezi mit, keine Ahnung, das muss ich erstmal so probieren. Nein. Zum Essen gab es? Käsespätzle mit Erdäpfeln. Bei mir ist Backhändel und bei der Jane gibt es Gulasch. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt und zwar ganz konkret ein paar Dinge anzugucken. Also wahrscheinlich erstmal beim Starbucks einen Kaffee, würde ich sagen. Und dann zum Restaurant Fiekmüller. Da habe ich um 11 Uhr einen Tisch reserviert. Da essen wir original Wiener Schnitzel und das ist auch ganz bekannt für Wiener Schnitzel und die machen sogar Schnitzelkurse. Also von daher, ich bin gespannt. Aber erstmal zum Fazit, zum Essen von gestern. Also wir waren im Klein Steiermark hieß das Restaurant, das ist eigentlich auch ganz bekannt, es war auch voll, sehr gut besucht. Also ich muss sagen, wir hatten, ich hatte Käsespätzle mit Erdäpfel-Vogelsalat, also das ist quasi Kartoffel-Feldsalat gemischt, Spezialität hier in Österreich. Der Dommer hatte Backhändel, also ein halbes Hähnchen, wo die Knochen allerdings schon draußen sind, auch mit Kartoffel-Feldsalat quasi. Und meine Mutter hatte Gulasch. Also das Rindergulasch war butterzart und auch geschmacklich sehr, sehr gut, finde ich. Das Hähnchen war auch gigantisch geschmeckt, finde ich, also richtig lecker. Die Spätzle waren auch okay. Also die waren jetzt nicht gigantisch, die waren in Ordnung, wie Käsespätzle eben schmecken sollen. Der Salat hat mir leider nicht so geschmeckt. Ich weiß nicht, woran es lag. Normal esse ich den ganz gerne, aber das Dommer meint, es lag am Kürbisöl, dass es komisch geschmeckt hat. Ja. Bewertung. Ich persönlich erstmal meine Bewertung dann. Also ich gebe dem Gulasch auf jeden Fall eine 10. Das war gut. Ja. Dem Backhähnchen gebe ich auch eine 10. Dem Erdäpfel-Vogelsalat gebe ich maximal eine 5. Rigoros eine 3. Okay, 3 und den Käsespätzeln gebe ich eine 8. Du? Spätzle 7 von 10. Gulasch 10 von 10. Backhändel war auch 10 von 10. Ja, der Salat war halt eben echt nix, ne? Also, Mama, du? Ich, meiner Essen würde ich ein 8 geben, Thomas eine 9 geben und deiner würde ich eine 6 geben. Ich habe auch nicht probiert. Also ehrlich. Gut, meine Mutter ist natürlich hier noch kritischer, aber es war trotzdem okay, aber die Preise waren schon sehr hochpreisig. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es jetzt wirklich sehr teuer war, weil wir haben jetzt noch nirgends anders gegessen, um zu sehen, was es kostet. Aber wir werden es sehen und euch berichten. In diesem Sinne, ciao. Jenny, die Bewertung ist schon sehr gut. Ja? Eine Michelin kriegt auch keine 10. Also ich krieg's. So, wir haben jetzt ein Parkhaus gefunden, ganz in der Nähe, nicht unweit vom Stephansdom. Restaurant, wo wir hin wollten zum Fiekmüller, Fiekmeier, wie auch immer. Macht erst um 11 Uhr auf. Jetzt erstmal zum Starbucks, warum auch immer.
muss es immer Starbucks sein. Und bei Parkhaus, die Stunde 55, läuft. Wir waren jetzt hier beim Starby First Stop in Wien und ich hoffe, man sieht es da hinten. Die haben noch Kürbistassen, wie geil. Sieht man das? Und die haben hier generell die ganzen Handtierbezies. Oh, sorry, Tassen. Was? Was ist das? Also, und hier ist so eine Statue. Kannst du das mal übernehmen? Ich weiß nicht, was das für eine Statue ist. Statue? Oh, das kann man doch wahrscheinlich alles im Nachhinein in der Postbearbeitung reinschneiden. Ja. Das ist mir auch wieder schön. Ne? Schon wieder viel zu voll hier. Stimmt's? Ja, das ist Jane, sag mal, weil nur hier in Wien starben 30.000 Menschen. Das war damals die Hälfte. Alright, und da haben wir auch schon den Stephansdom. Lol. Lol. Mega impressive. Ich finde, es kommt nie wirklich so zur Geltung, wie toll so ein Gebäude ist. Oder jetzt auch hier in dem Fall die Kirche. Das ist auch gar nicht mehr gut, aber kein Mensch mehr muss Fische fangen, um sich zu. Da drüben ist das Restaurant Fiegel. Fiegel, nicht Fick. Also, jetzt hat sich das auch mit dem Namen geklärt: Fiegelmühle. Ja, man kann es halt eben auch noch mal sagen, zum 20. Mal, dort soll es das beste Schnitzel geben überall. So, wir machen das jetzt geschwind so. Jenny will, oh, guck mal hier im Berlin. Die schickt mich jetzt hier runter zum Hard Rock, weil wir unsere T-Shirts haben, pipapo, was weiß ich, Hard Rock, wenn sie auch schon in Hotels waren. Auf alle Fälle schickt sie mich jetzt hier runter. Keine Ahnung, ich soll das abfilmen. Totale sinnbefreit. Ja. Hundi. Da noch ein Hundi. Total sinnbefreit, da rein jetzt hinzugehen, aber okay. Ja. Wir waren ja schon mal hier vor 7 Jahren. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir... Ne, hier waren wir nicht. Ja. Entrance hier drüben. Ja, gehen wir gleich mal zusammen hin. Da kann sie sich auch ein neues T-Shirt aussuchen oder irgendwas. Aber ich sehe gerade Merchandise. Genau. Und hier drüben, gerade eben erst entdeckt, auch von Fiegelmüller. Also quasi in dem Sinne leckeren Schnitzel in den Burger gepackt. Hier drüben. Hier ist man jetzt so ein ganzes Schnitzel schon reingepiffen. Könnte man jetzt hier noch einen Burger essen, aber da geht echt nichts mehr. Nee.
Ja, auf dem Weg zu Tiffany und Co. Ansonsten. Was wollen Sie sich dort holen? Ach, ich hab. Wollen Sie nur gucken? Ja. Window Shopping. Schauen oder reingehen. Wir mal. Ja. Reingehen natürlich. Also nochmal hier. Der Schnitzel beim Fiegelmüller, echt 10 von 10 mit Sternchen. Und kann man nur so weiterempfehlen. Sehr schön. Und hier ist es. Super. Yes. Oh yeah. Jetzt hast du wieder. Und was meinst du? Ich finde die nice. Und die auch gut. Ja. Das ist dann für sie auch. Das ist das, was geworden ist. I guess my colleague she took the bracelets, but may I should have the one. Das geht hier gerade weiter, Fließbandabfertigung hier, Richtung, also vom Café Demel, jetzt geht es zum Café Sacher, Hotel Sacher, Sacher-Torte ziehen, wie auch immer. Michaela-Platz, wenn ich mich richtig entsinne jetzt, über Google Maps. So, jetzt warten wir hier vor dem schönen Café Sacher, oder vielmehr vom Souvenir- und Mitbringsel-Shop. Weil ins Café kommst du gar nicht so einfach. Ah, guck mal da. Eben mache ich die Kamera an. Was hast du denn geholt? Dann schätze ich. Das hier sind so kleine, ich glaube 8 kleine Sachertorten und das sind 4 kleine mit oben. Heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in den Wienerwald. Ja, ja, Mann, kurzer Abstecher hier, Hagenbrunn, Forever Living Products, Österreich, Kraft der Aloe, jawohl. Habt ihr gerade Tüten? Die Jenny findet hier einen Platz. Ja, einkaufen mit dir wird halt auch nicht weniger, ne? Also, jetzt hier auf dem Prater. Jennys Oma hatte gesagt, wir sollen auf jeden Fall hoch aufs Riesenrad, aber die haben verschiedene Riesenräder. Einmal mit diesen Waggons, wo man anscheinend auch ein Dinner sich buchen kann. Und halt eben dieses hier, was man sehen kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir um 20 Uhr in knapp 50 Minuten Abendessen. Also Jenny hat einen Tisch reserviert im Rollercoaster Restaurant. Da waren wir schon einmal vor 7 Jahren, wie gesagt. Und aber ich war nicht so überzeugt davon, nicht so der Hit. Ne? Ja, die tun halt eben das Essen so fancy, wie auf einer Achterbahn servieren, in so Gefäßen, da kommt die Achterbahn, zick-tack. Aber es ist hier trotzdem was reserviert dort. Es geht jetzt runter, Aufzug, wo sind wir? 4. Parkdeck 4. Harrison. Also ich frage gerade die Jenny, ob man hier richtig sogar. Hier ist ja alles irgendwie tot. Das Fahrgeschäft dazu. Und was ist das hier? Disco.
Was ist dein Plan? Wie war es in der Disco? Atemlos! Das Ding ist auf jeden Fall, wir waren schon lange nicht mehr hier. Und als wir da waren, war überhaupt nichts los. Jetzt ist schon so ein bisschen, geht was. Sind wir einmal komplett unnötig die verkehrte Richtung gelaufen. Google Maps nochmal angestrengt. Jetzt müssen wir es, glaube ich, finden. Ich glaube, dahinter ist es sogar. Was hast du denn da jetzt bekommen? Ein Jojo. Ein Jojo. Aber die, ein leuchtendes Jojo. Weil die Bewertung hier. Genau, hier. Hey, warte, guck mal. Hey, du wolltest ein Bier? Ja. Nee, also sie wollte auch Wasser. Leuchtet bei ihr schon? Ja, ne? Kommt die denn nochmal? Oder kommt die? Dann Caesar Salad. Ich habe hier Cheeseburger. Pommes frites. Sorry. Das war Pommes frites. So, und die liebe Leute, die wollen jetzt hier noch auf dieses Riesenrad. Was ich ja gar nicht so nachvollziehen kann. Da lieber eine Runde Boxautos oder Autoscooter. Aber ja, was soll's. So, ich brauche ein ehrliches Fazit von dir. Wie fand's? Es war schön. Ja. Schöne Bilder, schön. Also mir ist dann wirklich auf dem obersten Punkt dann doch die Arschklammer gegangen. Ne? Aber es ist schon besser gewesen als auf dem Wurstmarkt jetzt. Ich fand's schön. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo Mami ist und der Patrick. Ich sehe sie auch nicht. Gucken wir mal.
So, Kinders, jetzt geht's heimwärts. Was bleibt noch zu sagen? War ganz fein, ne? War ganz fein. War ganz fein. So, wo haben wir geparkt? Ah, da hinten sehe ich schon.